Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Boah, ich habe jetzt irgendwie eine halbstündige Pause hier gemacht. Deswegen bin ich hier gerade ein bisschen auf der Strecke, wo wir aufgehört haben. Aber ja, ist eigentlich immer noch besser, als wenn ich irgendwie einen Tag oder so Pause mache oder so, ne? Und ja, wir haben in der letzten Folge uns mit Sleipnir und Barnabas gekloppt, ne? Und ja, Sleipnir haben wir erledigt, die Klonarmee von Sleipnir. Und ja, gegen Barnabas haben wir schon wieder verloren, ne? Also nicht gut, ne? Wir haben die Macht von Shiva letztens bekommen und haben ein bisschen mit Jill rumgemacht, nehme ich an. Ich weiß es nicht, wurde dazu angedeutet, ich weiß es nicht. Und ja, jetzt müssen wir uns, ach, wir müssen Joshua aufsuchen, ne? Weil der gegen Odin gekämpft hat und aufs Maul bekommen hat wahrscheinlich. Aber ja, darum kümmern wir uns jetzt mal wieder nicht. Wir haben wieder ein paar Quests hier freigeschaltet. Boah, ich check mal jetzt kurz ab, ne? Ist was für dich dabei? Warte, hier noch so. Oh mein Gott, hier sind so eine Menge. Hier sind eine Menge Quests. Da wird ein bisschen dauern. August, gib mir. Du hast es auch gehört, oder? Also ja, wir werden nun hier wahrscheinlich wieder ein oder zwei Parts hier mit Quests rumeiern, ne? Mit den ganzen Spuren. Aber kennt man ja mittlerweile, ne? Das aus den Minen da in der Nähe massenweise Äther austritt. Und das Dorf? Also ja, heute wird ein etwas eine Horde akasischer vor den Toren. Den Questprodukte produktiver Part soll sich verwandelt haben. Weil wir das Story wieder weitermachen. Kurz davor sein. Gegen solche Massen hat das Dorf keine Chance. Die Leute brauchen Hilfe. Doris hat ein paar Fluchbrecher losgeschickt, aber ich fürchte, die werden das Ruder nicht rumreißen. So leid es mir tut. Wenn nicht bald was passiert, machen die da alles platt. Ich mache ja schon. Ich mache mich auf den Weg. Das werden wir verhindern. Warum geben die überhaupt eine Wahl? Nur einfach an, mein Gott. Muss ich nicht sofort machen. Ja, bis jetzt noch nicht. Ich wollte ihn nicht beunruhigen. Soll ich es ihm sagen? Nein. Lass es besser. Gut, dann. Ich vermasse mir ja nicht die Suppe. Ich muss was tun. Wir sehen uns in Dravost. So. Ja, gut. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob ich da in meinen Terminkalender hier so reinpacken kann. So, hier habe ich irgendwie was. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich hier so lang laufen kann, ohne eine Cutscene auszulösen. Deswegen gehe ich hier so lieber rum. Ne? Außerdem will ich mal gucken, bei den Schmied und bei Charon gibt es jetzt wieder neue Klamotten. Da gucken wir das natürlich auch nochmal an, ne? Kann ich mir ein neues Schwert oder so herstellen? Ich weiß es nicht. Oh, bei Karon gibt es nichts Neues anscheinend. So, kann ich mir neues herstellen? Was willst du? Ah, ich kann mir Eisbrand herstellen. Lichtbrand, Eissplitter. Ich weiß gar nicht, wann wir den bekommen haben. Ich glaube, den 5 Punkte stärker nur. Aber ja, ist ja immer so, ne? Warte mal. Ja doch. Aber wir bekommen ja immer irgendwie eine neue Waffe, wenn wir eine neue Essbar bekommen haben, ne? So, mehr ist jetzt eigentlich hier nicht, ne? Gibt's ja diese Sachen noch, Ouroboros, ne? Und? Sieht das Schwert aus? Nice. Sieht aus wie von John Schnee, ja, das Schwert. Eigentlich nicht, aber der hat auch so ein Eisschwert, ne? Ja, dann nicht, der hat ein Feuerschwert gehabt. Damit er die White Walker ja besiegen kann, ne? Weil aus Drachen Feuer oder so gemacht worden ist, ne? So, weiß ja, Doris. Eigentlich wortwörtlich gerade. Sind die anderen Fluchbrecher und ich machen uns allmählich Sorgen um Doris Wohlergehen. Beim jüngsten Nachforschung hat sie irgendetwas Offensichtliches sehr mitgenommen. Aber sie lehnt jede unsere Hilfangebot ab. Wenn es dir nicht zu viel Mühe wird, ja, meinetwegen. Wer weiß, ob Doris sich mir anvertrauen wird. Aber nicht irgendwie eine Mission schon mit der? Doris hat doch Otto hier, ne, nicht Otto, August hat uns doch hier gerade gesagt. Doris, nein, ich spring live. Ja, gut. So. Dann haben wir noch. Kommst du schon wieder? Ja. Die Lieblingssklavin, was? Ach, Doris ist hier. Okay, keine Ahnung. Bin schon wieder verwirrt. Egal.
Hier ist eine Quest und ich laufe einfach in den Raum vorbei, wo Joshua ist. Ich nehme an. Ich nehme jetzt einfach mal an, solange ich den Raum nicht betrete, passiert nichts, ne? Warte hier nicht. Über mir, oder was? Über mir? Ich weiß es nicht. Nee, irgendwo da. Aber was steht da? Mits Höhle. Ja, ich dachte, er wäre da irgendwo. Ja, er ist doch. Ist der Eingang hier unten? Er war da auf der linken Seite immer, ne? Da bin ich jetzt ganz doof oder was? Ja, das ist da unter mir, ne? Wie komme ich denn jetzt da runter? Ach so, doch. Das sah irgendwie so aus, als wäre abgesperrt. Boah. Wegen dem Licht. Wie war sie? Die Enterprise, meine ich. Hi. Ah, Sid. Genau der Mann, auf den ich gewartet habe. Hast du kurz Zeit? Oh, natürlich. Lass mich raten. Mehr Bomberasche? Nein, nein. Davon haben wir noch genug übrig. Ich arbeite an einer weiteren genialen... Immer die gleichen NPCs. Und zwar an einem Schmelzofen. Mit einer rückstrahlenden Verkleidung für zusätzliche Thermalqualifikation und einem System für wechselseitigen Austausch der Regeneratoren, die... Gib mir einfach die Aufgabe. Verzeih. Kurz gesagt, der Ofen wird verdammt heiß. Viel, viel heißer als Schledorns Esse. Da würde ich drauf wetten. Nur Mithril-Antriebe werden heißer. Aber bei denen kommt natürlich kein Metall raus, wenn man Erz reinschaufelt. Allerdings kommt nicht viel Material in Frage, um den Ofen zu bauen. Wir brauchen das gute Zeug. Und wie ich höre, hast du Helena gerade erst was davon besorgt. Hilfst du mir bitte auch aus? Keine Sorge, ich besorge dir den Stoff. Natürlich gern. Wenn er auch dem Versteck zugute kommt, natürlich gern. Oh, das wird er. Versprochen. Also, was genau ist dieses gute Zeug, das du brauchst? Ich habe ein paar Exemplare davon hier. Sphärische Echos nennen wir sie. Gefallenen Material. Noch etwas, das dieser Ofen mit dem Mithril-Antrieb gemein hat. Ganz recht. Er ähnelt dem... Oh, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit gehen bin. Entschuldigung. Material kann unvergleichbaren Temperaturen standhalten. Noch dazu kann das Material die Wärme sogar lenken. Es leitet die Hitze von innen nach außen. Aber die Sphären lenken sie nur in eine Richtung. Das heißt, wenn wir den Schmelzofen mit ihnen verkleiden, reflektieren sie die Hitze wieder ins Innere zurück. Genial, oder? Wir haben so viele gesammelt, wie wir können. An den Rest kommen wir leider nicht heran. Das Problem, sie werden alle von ihren großen, starken Brüdern beschützt. Also soll ich ein paar Ruinen besuchen, die Echos dort vernichten und mir die Sphären holen, die sie bewachen? Im Prinzip wäre es das, ja. Uns fehlen nur noch 3 Stück und ich weiß genau, wo wir sie finden können. Eine ist in der Nähe von Amber. Oh, ich glaube, da wird ein bisschen lange dauern heute. Namen Finnbrück. Dann ist noch eine im stillen Rauschen in Dalmekia. Oh. Die letzte ist an der Ruine der Wiederkunft in Sanbrek. Gut, na dann. Wünsch mir Glück. Mach ich. Ich werde dir alle Daumen und Zehen drücken. Okay, das wird heute ein bisschen lange dauern. Habe ich so Gefühl. Ja, jetzt soll's, ne? Müssen ja mal durchgekaut werden, die Nebenquests. Frag mich, was dann irgendwie noch so. Oh, was ist denn los jetzt? Frag mich. Was dann hier so Postgame hier noch alles abgehen wird, ne? Mal diese ganzen Quests irgendwie ja so im Postgame irgendwie so nachgedacht waren. Okay, da ist die Nebenquest, oder? Hallo? Wo ist sie denn? Kann ich dir helfen, Sid? Ich suche Doris. Ist sie hier? Ich fürchte nein. Sie hat was bei Martha zu erledigen. Eigentlich hätte ich das übernehmen sollen, aber als sie von der Mission erfahren hat, hat sie darauf bestanden, selbst zu gehen. Allein. Allein? Um welche Mission geht es? Sie ist einer neuen Fährte nachgegangen.
Seit die Träger, die du im Drachenhorst befreit hast, bei uns sind, sind sie ganz begierig darauf, über ihre Gefangenschaft zu sprechen. Und ihren Entführer. Diesen Sklavenhändler, den Cole verfolgt hat. Ich werde nach ihr sehen. Marthas Rast, sagst du? Wenn sie nicht bereits weg ist, ja. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Okay. Ein Alleingang sieht Doris nicht ähnlich. Ich kann Coles Sorgen verstehen. Warum sah denn der Typ so bezaubernd aus? So, dann haben wir natürlich wieder ja eine Menge Sachen. So, hier haben wir eine Quest direkt, ne? Und eine neue Quest. Das heißt, da machen wir beides so auf einmal, ne? Oh Gott. Doris sollte hier irgendwo sein, wenn ich sie nicht verpasst habe. So, dann gehen wir erstmal zu Martha. Und hat auch schon wieder eine Quest, mein Gott. Ah, Clive, ich wollte gerade nach dir rufen lassen. Boah, könnt ihr nicht euer Problem alleine lösen? Etwas zu Sir Wade nach Eastpool bringen? Saatgut zum Pflanzen. Je früher sie dort mit dem Anbau beginnen, desto besser. Bis sie genug ernten, werde ich natürlich weiterhin Lebensmittel schicken. Aber wenn Eastpool überleben soll, müssen die Menschen dort allein zurechtkommen. Das gilt vor allem für die Träger. Sie haben immer nur Befehle ausgeführt und jetzt sind sie ihre eigenen Herren. Kein Wunder, dass sie keine Ahnung haben, wie sie sich versorgen sollen. Diese eine Stadt, die wir hochgezogen haben. Ich könnte auch jemand anderen schicken. Aber die Kutscher, die Eastpool mitbeliefern, erzählen in letzter Zeit immer öfter von Akasischen, die sie unterwegs sichten. Sir Wade will mich wohl nicht beunruhigen. Mir hat er nämlich nichts davon gesagt. Aber wenn jemand mehr aus ihm rausbekommen kann, dann du. Ich prügel mehr Informationen aus ihm raus. Ist gut. Danke. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Clive ist immer so motiviert. Genug Samen, um bald das ganze Dorf mit Gieserkraut zu versorgen. Gieserkraut? Das ist doch für Chocobos. Zugegebenermaßen nicht das leckerste Gemüse. Aber es wächst schnell, ist widerstandsfähig. Gieserkraut ist normalerweise Futter für Chocobos. Es sind andere Pflanzen, die beim ersten Frost eingehen. Und Chocobos lieben Gieserkraut. Das kommt uns zugute. Schließlich brauchen wir auch gesunde und kräftige Tiere, wenn uns der Aufbau von Eastpool gelingen soll. Roh ist es was für ein Luxus. Aber richtig zubereitet ist es auch für Menschen genießbar. Man lernt wohl nie aus. Also gut, gib die Samen einfach Sir Wade. Er weiß schon Bescheid. Und frag ihn auch nach den Akasischen, ja? Gut. Nein. Ja, kommt schon klar. So, da wieder 5 Milliarden Quests hier angenommen. So, mir fehlen noch einige Musikstücke. Na, guck mal, da ist sogar was Neues. Ist hier ein neues Musikstück? Schon was entdeckt? Ah. Satellit raureif. Skip. Besten Dank. Schon fertig, was? Nur weil der Himmel verrückt geworden ist, müssen wir das nicht auch fast fertig. So, was soll ich hier machen? Ich hab Grünzeug in allem. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Macht dir deine Wunde noch zu schaffen? Ja, okay. Es war mir ein Vergnügen, Doris. Wie in alten Zeiten. Ich werde euer Angebot überdenken, Milady. Wie laufen die Nachforschungen? Sid, was führt dich zu Marthas Rast? Du. Mission. Ich habe gehört, dass du Dutzende von ihnen einen Sklavenhändler verfolgst. Ich hoffe, du bist vorsichtig. Natürlich. Und ich musste das allein machen. Die Träger vom Drachenhorst haben einen lang gehegten Verdacht von mir bestätigt, dass die gesuchte Person eine alte Bekannte ist. Sie ist nicht dumm. Wären wir in Scharen angerückt, hätte sie uns bemerkt und wäre spurlos verschwunden. Das war sie gerade, oder? Also, ein gelungenes Wiedersehen? Ich denke schon. Sie wollte mich anheuern. Ihre Zeit in Rosaria neigt sich wohl dem Ende zu. Sie hat Träger aus der ganzen Region entführt und will sie jetzt nach Sambrek schmuggeln. Nach ihrem Zusammenstoß mit den Wildstämmen auf dem Weg nach Nordstedt hat sie sich Begleitschutz besorgt, dem ich mich anschließen soll. Sie ist gefährlich, Sid, aber ich kann sie aufhalten.
Dann gehe ich mit dir. Ich kümmere mich um den Begleitschutz. Du bringst die Träger in Sicherheit. Wo sind sie? Unterm Bohmviadukt, aber nicht mehr lange. Geh du schon vor. Ich gebe dem Versteck Bescheid und komme. Viadukt. Okay. Moment, haben wir alles hier? Eine Menge. Ich kann immer noch nicht hier durchgehen. Alter. So, ich tue jetzt hier ein bisschen freestylen, ne? Das alles hier, also gehen wir mal hier hin, nehme ich an. Nicht die Zeit zum Reiten. Warum zeigt er mir die ganze Zeit, hier ist noch eine Quest, die ich annehmen kann? Ach, das ist einfach nur für die andere Quest, ne? Ich gehe falsch. Sehe ich gerade. Okay. Also ja, gut. Da war ja wieder klar, wir machen so eine einmal die Hauptstory weiter, dann kommen schon wieder so viele Quests. Weiß nicht, wie ich mich darüber so fühle. Die Quests, die ziehen sich manchmal so ein bisschen, sind jetzt nicht so unglaublich interessant, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Tatsache, dass so viele sind, ist auch ein bisschen anstrengend nach der Zeit. Kommt immer sofort, wäre ich irgendwie sogar in der Story so ein bisschen abgebremst. Und boah, wie komme ich denn jetzt da schon wieder hin? Warum muss ich den ganzen Weg jetzt hier rumlaufen? Ja, warte mal, wie kommst du denn da hin? Boah, ich fahre eben da lang. Ich dachte, man könnte irgendwie da irgendwie hochkommen, aber gab wahrscheinlich auch irgendwie einen Weg, ne? Aber ich habe ihn schon gar nicht gesehen. Stell dir mal einer vor, ich hätte nie die Quest mit Ambrosia gemacht. Der hätte ich die ganze Zeit kein Schoko. Ja, ein bisschen krass gewesen, ne? Oh, sind da nicht die Leute, die uns nicht leiden konnten? Das ganze Dorf ist da klassisch. Zurück in den Stall, Mädchen. Ja, warum gehst du runter? Muss doch nicht gegen die kämpfen. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier kann ich ein bisschen schneller mich bewegen. Ha. Krieg so heiß. Ha. Was aber irgendwie hat gleich wie hier Dings, ne? Macht halt irgendwas, wenn ich irgendwie rechtzeitig ausweiche. Aber wenn ich irgendwo gegen renne. Okay. Pah, wenn ich halt außerhalb des Kampfes mache, dann wartet er wieder so lange. So. Problem ist, ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Erst muss ich mich um die hier kümmern. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So, wir haben jetzt hier Shiva ausgerüstet, ne? Da ist kein Konter mehr für eine Zeit. Außer wenn ich sehe, es läuft überhaupt nicht. Ah. Wenn ich gedacht habe, funktioniert. Ja, beruhigt dich, Kollege. Diamantenstaub. Bonk. Okay, der war stark. Oh, ich habe den Schwert nicht getroffen mit dem ersten Schlag. War ich gerade noch ein Gegner? Dauer. Was hat also von dem? Das hat jetzt mehr von mir gerade. Ah, sehr gut.
auf. Ich will so viel Schaden auf Dauerangriffe. Ja, hier. Das ist sie. Sehr gut. Fehlen nur noch zwei. Lass mich hier auf meinen Schokobo reiten, bevor schon wieder Gegner kommen. Mich davon abhalten. Weil ich finde, die Nebenquests ziehen sich so ein bisschen. Die halten mich irgendwie. Die sind irgendwie so Filler irgendwie. Ja, ich meine, die helfen mir auf Dauer so. So bessere Heilmittel und was weiß ich nicht alles, ne, aber mein Gott. Fühlt sich ein bisschen so wie Filler an. Ja, was geht? Was ist denn da los? Ich bin nicht mal umgedreht. Gut. Sie sind noch nicht aufgebrochen. Oh. Woher kennt Doris wohl diese Sklavenhändlerin? Wir haben lange genug gewartet. Sie kommt nicht. Wir brechen auf. Los jetzt. Wieder zurück in die Zivilisation, Milady. Ja, und zwar schnell. Damit ihr nicht anfangt, so zu reden wie diese unbedarften Trottel. Sind deine Männer bereit? Es gab schon zu viele Verzögerungen. Noch mehr und ich kürze euren Lohn. Ja, Milady. Oh, da wäre noch etwas. Offenbar haben wir Besuch. Tötet ihn. Gott, wir haben nicht gesehen. Ich höre nur mit meinem Schokobo voll. Ich höre nur mit meinem Schokobo direkt davor. Diamantenstaub. Oh, jemand hat's Brot sein? Ich glaube nicht. Jetzt komme ich mit meiner Mega-Fair. Ja, versuch dich mal dagegen zu schützen, Kollege. Ich habe dein Brot bitte nicht viel nützen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist überall. Als hätte ich irgendwie so Bienen auf die irgendwie gejagt. Aua. Aua. So, da ist ein Zauberer. Magier. Soldaten bezwungen. Was war eigentlich letztens mit Clive bezwungen? Das klang irgendwie komisch. Was geht, na? Ich nehme diese Sklaven an mich, ne? Viel zum Begleitschutz. Keine Sorge. Ich werde nicht kämpfen. Ich bin nicht mehr die Schwertkämpferin, die ich früher einmal war. Ich gebe auf. Sid, der Geächtete. Tu mit mir, was du willst. Sid. Okay. Ah, Doris. Ich nehme an, dass du mich nicht vor diesem Schuft retten wirst. Weißt du, ich habe mich immer gefragt, wohin du verschwunden bist. Aber dass du dich ausgerechnet mit ihm zusammentun würdest. Lieber für eine Sache kämpfen, als für Geld zu töten. Wissen Sie überhaupt, dass ich Sid war? Tut mir leid, Sid. Ich hätte es dir sagen sollen. Diese Frau, meine einstige Herrin, hat früher Trägerkinder zu menschlichen Waffen ausgebildet und dann in den Dienst des Höchstbietenden gezwungen. Sie hat mich wie eine Tochter erzogen und ich habe schreckliche Dinge getan, um ihr zu gefallen. Es war nicht alles schlecht, oder? Wir hatten doch auch Spaß. Du warst immer so wissbegierig und geschickt noch dazu. Andere Kinder interessierten sich entweder für die Klinge oder die Bücher. Niemals für beides. Aber du hast beides gemeistert. Deshalb habe ich dich behalten. Wie wär's, mein kleiner Dolch? Schwörst du mir noch einmal die Treue? Ich habe dir nie meine Treue geschworen und werde es auch nie tun. Ich kämpfe jetzt für ein höheres Ziel. Für die Befreiung aller Träger. Leb wohl, Herrin. Danke, dass du mich zu einer Waffe gemacht hast. Du warst schon immer so rechtschaffen.
Vielleicht ist das der Grund, warum ich dich so mochte. Okay. Was hast du jetzt mit ihr vor? Ich bin nicht die Mörderin, die ich werden sollte. Ja, anscheinend lassen wir sie gehen, ne? Sie hat keine Freunde mehr in hohen Ämtern. Im Gegensatz zur Madame. Ihre Verbindungen zum Hof werden für Gerechtigkeit sorgen. Gut. Wenn es das ist, was du willst. Ja. Und danke. Für alles. Ich sollte den Trägern sagen, dass sie jetzt endlich sicher sind. Wieder eine gute Tat. Und ich sollte zurück zum Versteck gehen und Cole beruhigen. Okay. Aber wir sind noch nicht fertig. Also ich werde jetzt zum Versteck gebracht. Ja, oh, okay, entscheid. Du bist zurück. Anscheinend. Doris eingetroffen. Wie ich höre, habt ihr noch mehr Träger vor Schmugglern gerettet. Mit etwas Glück kommen sie bald zu uns ins Versteck. Oh, und dein Brief. Du musst dir keine Sorgen mehr um Doris machen. Das hatte ich gehofft. Sie erwähnte ein, zwei Dinge in ihrem Bericht. Der Sklavenhändler, den wir gejagt haben, war also ihre Herrin? Sachen gibt's. Sie wurde übrigens in Sanbrek verhaftet. Anscheinend völlig widerstandslos. Sie wird nicht glimpflich davonkommen. Im Kaiserreich verachtet man Träger zwar, aber ebenso wenig werden Schwarzhändler geduldet. Es muss sicher schwer für Doris gewesen sein. Das war's. Aber keine Sorge. Sie wird wieder. Hoffentlich. Du musst es wissen. Ja, total. Du hast viel durchgemacht vor deiner Zeit hier, soweit ich weiß. Jedenfalls, danke, Sid. Die Fluchbrecher wären ohne Doris verloren. Und ohne dich, natürlich. Ich danke dir, Cole. Mach weiter so. Boom. Schön. Okay, das war ja relativ easy noch, ne? Boom. Ja. Geile Belohnungen, ne? Ja, ich will aber noch nicht ins Versteck zurückkehren, ne? Weil wir haben ja noch einige Sachen zu erledigen. Zum Beispiel ja Wade und so, ne? Ja, wir ja die flammende Hoffnung. Ja. Aber erst, was ich finde, ne? Mal weil erst, was ich finde und gehen dann los. Nachher dieser Kraut, ne? Fürchtet euch nicht, Leute. Ich bringe euch meinen Samen. Nun pflügt ihn in euren Boden, auf dass die Ernte reich sein wird. Eine Lieferung von Martha. Hier, nimm diesen Samen. Ah, sicher die Gisa-Samen. Zum Glück greift Martha uns unter die Arme. Einen Versuch ist es wert. Schließlich wäre es ein Jammer, wenn die alten Weizenfelder lange brachlegen. Wir hätten sie natürlich schon bestellen können. Aber ohne Saatgut? Martha möchte vor allem, dass ihr den Trägern den Gemüseanbau erklärt. Damit sie irgendwann allein zurechtkommen. Eine ausgezeichnete Idee. Die Träger, die wir hergebracht haben, waren gerade erst ihren Ketten entkommen. Freiheit ist neu für sie. Sie haben nie gelernt, wie man sich selbst versorgt. Deshalb liegt es an uns, es ihnen zu zeigen. Nach all den Jahren des Wegschauens ist das das Mindeste, was wir für sie tun können. Nach all der Arbeit und Sklaverei wird es Zeit, denen Arbeit beizubringen. Ohne Marthas Lieferung wären wir hier wohl schon längst verhungert. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir uns alle selbst versorgen. Egal ob Träger oder Hüter. Allerdings haben wir im Augenblick alle Hände voll damit zu tun, die Verteidigung von Ispul zu stärken. Es gab beunruhigende Sichtungen hier. Ich kümmere mich darum. Sie rückt näher. Sie sind schon fast hier, Sir Wade. Verdammt. Ich dachte, uns bliebe noch Zeit. Wir sollen schon wieder mit den Kloppen. Und ruft Verstärkung von der Rast. Ja, Sir Wade. Die Horde. Akasische. Und zwar richtige Scharen. Sie wurden immer häufig in der Umgebung gesichtet. Gegen diese Überzahl können wir unmöglich ankommen.
Ich wollte mit meinen Männern einen Schutzwall errichten, damit wir eine Chance haben, das Dorf zu verteidigen. Aber dafür ist es zu spät. Ganz genau. Wenn die Männer von der Rast vor den Akasischen eintreffen, dann könnten wir es schaffen. Aber selbst dann nur mit einer großen Portion Glück. Und wenn ihr hier in Eastpool Verstärkung anfordern würdet? Meint ihr die Träger? Wir haben sie hergebracht, um sie zu retten, nicht um sie in den sicheren Tod zu schicken. Sir Wade, ihr braucht Hilfe bei der Verteidigung. Redet mit den Trägern. Ist das so eine gute Idee, Clive? Auch wenn es keine ausgebildeten Soldaten sind. Ihre Unterstützung könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Ihr habt recht, Milord. Ich werde mit ihnen reden. Vielleicht nicht an der Front schicken oder so, ne? Aber keine Ahnung. Packen wir Säcke irgendwie voll Stadt von dem Dorf. Wir brauchen als Bunker und so. Der Feind ist uns Hütern zahlenmäßig überlegen. Aber ich weiß, dass wir ihn besiegen können. Mit eurer Unterstützung. Wir sollen uns für euch opfern. Köder spielen und diese Monster ablenken, damit ihr euch retten könnt. Wie konnten wir euch nur vertrauen? Was ihr auch sagt, ein Zuhause ist den Tod nicht wert. Aber es ist wert, dafür zu kämpfen. Sir Wade und seine Männer kämpfen, damit ihr eine Chance habt. Genauso wie ich und Sid es tun. Wir wollten, dass ihr ein Zuhause bekommt, wo ihr frei seid. Und das habt ihr nun. Hier, dieses Dorf, Eastpool. Eastpool ist euer Dorf, euer Zuhause. Und wenn ihr nicht dafür kämpft, was euch gehört, verliert ihr es. Ihr wisst es selbst. Diese Welt will euch alles wegnehmen. Wirklich alles. Euer Zuhause, eure Freiheit, sogar euer Leben. Wie lange wollt ihr das alles noch tatenlos über euch ergehen lassen? Wollt ihr euch wie wehrlose Lämmer eurem Schicksal ergeben, ohne auch nur ein einziges Mal zurückgeschlagen zu haben? Oder wollt ihr wie freie Männer und Frauen kämpfen? Kämpfe. Gebt mir ein Schwert. Ich habe nie ein eigenes Zuhause gehabt. Und jetzt, wo ich es habe, will ich es nicht wieder verlieren. Und wenn ich dafür kämpfen muss, dann werde ich es tun. Wie wir alle. Wir kämpfen gemeinsam, weil wir es wollen. Ja. 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 Genau. Für Eastpool! Für Eastpool! Danke, Martha. Wir reden später. Erst sprechen die Waffen. Zeigen wir ihnen, was Freiheit bedeutet. Werden wir. Alles klar. Zeit, den Akasischen aufs Maul zu geben. Gut, mit so vielen helfenden Händen sieht die Lage schon anders aus. Ja, dank dir. Ach, ich rede immer nur, wie mir der Mund gewachsen ist. Lord Rossfield, Milady, wir sind soweit. Wie lautet der Schlachtplan? Wir teilen uns in mehrere kleine Trupps auf. In jedem davon Hüter, Träger und Wachen von der Rast. Diese beziehen an strategischen Punkten ums Dorf Position. Sobald die Akasischen angreifen, lenken die Trupps sie ab und versuchen, ihren Vormarsch zu bremsen. Gleichzeitig fallen sie langsam zurück. Ihr wollt sie ins Dorf locken? Richtig. Indem wir uns aufteilen, machen wir uns auch angreifbar.
Verwundete müssen wir aber um jeden Preis verhindern. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf unsere Verteidigung. Um die Bewegungen der Trupps zu koordinieren, geben die Träger Signale weiter. So können wir die Akasischen dort zusammenführen, wo wir im Kampf einen Vorteil haben. Das heißt, im Idealfall auf dem Dorfplatz. Hier können unsere besten Kämpfer den Feind zusammentreiben und angreifen. Und wir beide geben ihnen dann den Rest. Ein guter Plan. Allerdings muss jemand mit kühlem Kopf und Nerven aus Stahl den Trupps die Befehle geben. Martha. Dafür kommt nur einer in Frage. Oh, okay. Hier, Sir Wade. Bitte, unterstützt die Leute da draußen. Wollt ihr den Ruhm für euch? Sir Wade. No one is as great as Wade. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir arbeiten zusammen. Jeder erfüllt seine Aufgabe. Ein jeder schützt seinen Nächsten, damit keiner von uns fällt. Und Eastpool bestehen bleibt. Für Rosaria. Für Rosaria! Okay. Keine Zeit zum Diskutieren, Milord. Ich tue, was ihr verlangt. Und ich, was ihr verlangt. Zeit zum Randalieren. Geben wir uns besser auch in Position. Ich bin bereit, Martha. Okay. Wer bist du? Ist wahrscheinlich jemand, den wir schon tausendmal getroffen haben, aber ich bin so schlecht, mich um Namen und so und Gesichtern zu erinnern. Und da ist der Sturm. Und da kommt er. Boah. Alle meine. Wow, da bin ich ausgewichen. Oh, macht ja nichts an Schaden, leider. Vielleicht nehme ich da einen anderen Angriff. Okay, dann kümmere ich mich um den anderen. Okay, wenn ich ihn zweimal drücke, dann kriege ich irgendwie so ein Eisding hier. Schon gefragt, warum das manchmal passiert, manchmal nicht. So. Diamantenstaub. Bonk. Zack. Kasischak, da ist doch kein Krebs. Das ist ein Skorpion. Was? Das ist ein Skorpion, kein Krebs. Ich will auf ihn. Ach. Was war hier? Oh, erstmal nicht. Wow. Ha, komm noch mehr. Wer ist den hier? Das heißt, wenn der drauf hat, kommt er. Okay. Das war echt alles, was die drauf hatten. Na gut, ich bin einfach zu stark mittlerweile, ne? Aber lass mich raten, Wade und die anderen haben auch Probleme, ne? Planänderung. Ja, ich hab schon gewusst. Ein Stolas war hier. Bei Rhiannons Ritt wurde ein akasischer Curl gesichtet, der sich auf die Rast zubewegt. Und die meisten Wachen sind gerade hier. Sir Wade, wie ist die Lage um Eastpool? Schwer zu sagen. Meine Männer kämpfen noch, aber ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Ich könnte ein paar von ihnen rausschicken, um den Curl zu suchen. Nein, sie werden hier gebraucht. Ebenso wie ihr, Sir Wade. Ihr habt das Kommando. Ich suche den Curl. Kommt nur nach, wenn Eastpool sicher ist. Zu Befehl, Milord. Der Begründer sei mit euch. Dann suchen wir mal den Kerl. Ah.
schon wieder ein bisschen weiter entfernt. Okay. Da ja, geht's euch gut. Alle noch fit. Also ich stimme von Richie aus, King of Queens. Stimme erkenne ich immer wieder. Kommt bei Dragon Age auch vor, glaube ich. Schneller. Tag. Was? Ich habe Hunger. Ja, ich glaube nicht, dass das alles in einem Part hier machbar ist mit den Quests. Also wenn das ein bisschen Überlänge ja haben wird, ne? Weil wahrscheinlich der Fall sein wird, ne? Ich glaube nicht, dass das genug für zwei Parts ist, sondern mehr so anderthalb. Also mal gucken. Oh, der Angriff bringt nichts. Mir gefällt der Angriff nicht so. Oh. Okay, der ist aber nicht so, der hat nicht so viel drauf, sehe ich gerade. Oh Gott. Trickst du mich hier aus? Der Angriff bringt eigentlich nur was, wenn der Gegner stationär ist. Mein Boss scheint halt nicht so der Fall zu sein, ne? Häng ich irgendwie am Zaun fest? Ich glaube ja, ne? Diamantenstaub, habe ich fast vergessen. Oh, der ist schon tot. Aber ernsthaft, dafür habt ihr jetzt hier so einen Stress gemacht? Ich habe den in einer Runde erledigt. Komm schon, Leute. Der Weg hierhin war länger als der Kampf. Zurück nach Eastpool. Boah. Der Weg hierhin war echt länger als der Kampf an sich. Schwindet die Alba jetzt Zeit, ey. Niemand nimmt mich ernst hier. Ach. Ey, jo, was geht? Rossfield, was ist mit dem Kerl? Er ist erledigt. Mein Kinderspiel, ihr Waschlappen. Sei Dank. Und euch natürlich. Wir haben derweil den Rest der Arkasischen vernichtet. Ich habe rund um das Dorf Hüter positioniert, falls sich doch noch Gefahr nähert. Aber es scheint alles ruhig zu sein. Ich wage es kaum zu fragen. Ist es wirklich vorbei? Sieht ganz so aus. Unglaublich. Eastpool ist gerettet. Danke, Freunde. Danke. Nein, Sir Wade. Wir sind es, die zu danken haben. Ihr habt uns vereint und uns klargemacht, dass man für Dinge kämpfen muss. Bevor wir hergekommen sind, hatten wir nie etwas. Nichts, das wir beschützen konnten. Aber jetzt ist alles anders. Vergebt uns, Sir Wade. Wir haben euch Schreckliches unterstellt. Ihr wolltet nur helfen. Auch Vertrauen mussten wir erst lernen. Wir sind jetzt frei. Und so müssen wir uns endlich verhalten. Wir werden unser Eigentum verteidigen, um Eastpool zu schützen. Ganz genau. Wir werden kämpfen. Zusammen. Wir bleiben hier. Niemandem wird es gelingen, uns zu vertreiben. Dafür werden wir sorgen. Kommt, Freunde. Packen wir es an. Es gibt viel zu tun in unserem Dorf. Sie sind keine Sklaven mehr. Nein. Sie sind Rosarier. Euer Vater sprach sich immer für Träger aus. Er wäre froh, diese Träger freizusehen, wenn er noch bei uns wäre. Ja, das glaube ich auch. Ich bleibe hier, Milord, und helfe beim Wiederaufbau des Dorfes mit. Waren ja sowieso nicht irgendwie Träger am Leben? Zu Hause.
Also bevor dieses Dorf gefallen ist, in der Story. Muss ich auch was oder nicht irgendwie so was? Ihr meint wohl East Pula, Sir Wade. Aber ihr könnt euch nun mit Recht so nennen. Ich muss mich auch anstrengen. Nicht, dass ihr die Rast alt aussehen lasst. Ich sollte mich langsam auf den Rückweg machen. Können wir weiter auf deine Hilfe zählen, Martha? Natürlich. Schließlich wäscht eine Hand die andere. Wir Rosaria müssen zusammenhalten, oder nicht? Ja, in der Tat. Und Clive, sieh nachher bitte auch noch bei mir vorbei. Boah, kannst du mich anständig bei dir bedanken kann. Warum kannst du das nicht jetzt machen? Dann muss ich ja nochmal extra zum Rast hingehen. Boah. Kostet doch alles Zeit, Mann. Oh, ich habe nur so viel Zeit. Lord Rossfield, wisst ihr noch unsere erste gemeinsame Mission? Der Kampf mit den Goblins in der Stillwind. Ah ja, mit Tyler. Niemand war jemals geiler. Vergessen. Einen Anblick werde ich nie vergessen. Ihr, vor diesem gigantischen Morbol. Nicht die Spur von Angst in den Augen. Seitdem gab es viele Tage, an denen mich der Mut fast verlassen hätte. Ja, ne, da war halt auch der erste Boss, ne? War ganz schön extrem. Mein Schwert niederlegen wollte. Aber jedes Mal fiel mir euer Blick von damals ein. Und ich erinnerte mich wieder, was es heißt, ein Schild zu sein. Und deshalb werde ich nie aufgeben. Egal, was East Pool noch erwartet. Dank euch. Sir Wade, ihr wart schon immer ein wahrer Schild. Nicht nur East Pool, sondern auch ganz Rosaria kann auf euch zählen. Sag für einige Nebenquests oder einige Charaktere, die mit den Nebenquests hier verbunden sind, gehen schon so ins Endgame rüber. Da kommt mir schon so vor, wird Endgame von Martha und Emir. Ne, ich glaube nicht, dass von den beiden noch irgendwie irgendwelche Quests kommen werden. Letztens diesen einen Typen, der hier Quinten, ne, bei dem war irgendwie sein Finale, glaube ich schon. Das hört sich hier schon so nach Endgame an, was ja ist irgendwie klar. Ne, wir nähern uns hier so in Endgame, aber ja. Mal gucken. Hey Martha. Ah, da ist ja unser Held. Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So konntest du nicht nur die Samen. Nein, ich habe eine Liste von Quests, die ich mal abklappe. Ich habe nur meinen Teil getan. Und für diesen Teil sollst du natürlich belohnt werden. Hier, nimm, bevor ich es mir anders überlege. Danke, Martha. Schön, dass in East Pool endlich wieder Leben einkehrt. Ein Zuhause für freie Träger. Wer hätte gedacht, dass wir das noch erleben? Die Idee kam von dir. Weiß ich ja, aber ich hatte sie nie zu Ende gedacht. Träger, die sich selbst versorgen, für sich selbst denken, für sich selbst arbeiten. Wie in eurem Versteck, nur nicht versteckt. Wobei es hier an der Rast dieser Tage auch so ist. Weißt du, diese Träger in Freiheit zu sehen, das erinnert mich an mein erstes Treffen mit Sid. Auch wenn ich an den Tag nur ungern zurückdenke. Klingt, als hättet ihr euch nicht auf Anhieb verstanden. Was war denn? Nun, wenn du es wissen willst, ich hatte schon lange bevor ich ihn kennengelernt habe, für Träger gekämpft. Um genau zu sein, haben sich deshalb unsere Wege überhaupt erst gekreuzt. Eines Tages tauchte er hier auf und wollte wissen, wer bei uns die ganzen Träger kauft. Er muss gedacht haben, dass ich Schreckliches mit ihnen anstelle, dass ich sie jage, zum Spaß foltere oder weiß der Begründer was. Und ich? Ich dachte, dass er ein Vorsteher ist und ich aufgeflogen wäre. Aber am Ende haben wir doch noch begriffen, dass wir auf derselben Seite waren. Aber dann ging es los. Der unverschämte Kerl wollte mich belehren, was ich alles falsch mache. Nach allem, was ich schon... Er kommt gleich so aus dem Fenster geflogen. Er meinte, ich würde meinen Trägern keine Freiheit schenken, dass sie immer noch als Sklaven sterben würden. Ich habe ihm natürlich die Meinung gegeigt. Hab gesagt, wenn ihm nicht passt, was ich mache, soll er... Ich habe meinen Stuhl über den Kopf gezogen. Und was hat er getan? Gelächelt und dann gelacht. Hab ich dann auch.
Später an diesem Tag haben wir abgemacht, immer zu helfen, wenn einer von uns in der Klemme steckt. Und das habt ihr. Ja, wir hatten schließlich das gleiche Ziel, das Leid der Träger zu lindern. So wie dein Vater. Ich kam etwa zur gleichen Zeit zur Welt, als er Großherzog wurde. Als Kind habe ich gesehen, wie er versucht hat, die Dinge zu ändern. Allerdings stieß er auf starken Gegenwind. Das stimmt. Je höher die Ziele sind, desto schwerer sind sie zu erreichen. Deshalb liegt es jetzt an uns, dafür zu sorgen, dass die Träume wahr werden, die auch Cid und mein Vater hatten. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und wenn wir es nicht schaffen, dann die, die nach uns kommen. Zum Glück haben wir schon ein paar vielversprechende Küken im Stall. Bei dem Gedanken könnte man geradezu Hoffnung schöpfen. Ein klein wenig. Also gut, genug geschwatzt. Die Arbeit wartet, das Essen kommt schließlich nicht von selbst auf den Tisch. Nach dem harten Kampf um Eastpool haben sicher alle Hunger. Und du und ich werden die Welt auch nicht mit leerem Magen retten. Ein warmes Mahl klingt wunderbar. Okay. Daenerys, die Flammen der neuen Hoffnung 3. Oh, Schild von Marthas Rast. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass die Questlinie ja fertig ist, ne? So, aber das sind noch eine ganze Menge. Das wird wahrscheinlich doch so anderthalb Part hier sein, ne? Also wahrscheinlich zwei 45-minütige Parts. Gehen wir da ein. Das erste, was ich sehe, ne? Also, ja, wird bestimmt so, ich würde sagen, zwei 45 Minuten Parts nehme ich jetzt mal an, wird das hier so sein. Ne? Ist das da drin oder hier drüber? Oh, hey. Ach ja, die Typen. Rossfield, können euch die Ewigen heute bei irgendetwas helfen? Vielleicht. Mein Bruder sagte, euer Orden hilft ihm bei seiner Suche nach Ultimas Ursprüngen. Gibt es irgendwelche nennenswerten Neuigkeiten? Immer weniger, bedauerlicherweise. Verstehe. Seid versichert, dass wir nicht ruhen werden, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Auch jetzt suchen unsere Archäologen an Ruinen in jedem Winkel des Reiches nach Spuren von Ultimas Einfluss. An Ruinen der Gefallenen? Die meisten sind so alt wie das Phönixtor. Richtig. Ultimas Schergen werden oft an den Überresten der alten Zivilisation gesichtet. Als würden sie darin verborgene Geheimnisse schützen. Die wir aufdecken wollen. Falls euch unsere Methoden interessieren, Milord, würde es euch vielleicht zusagen, uns bei der Arbeit zu beobachten? Wäre das möglich? Natürlich. Nicht weit von hier findet eine Untersuchung statt. Vielleicht seid ihr mit Xetor vertraut. Der Weiler wurde um ein Luftschiff herumgebaut. Ich wollte unsere Leute dort besuchen, um ihre ersten Erkenntnisse einzuholen, aber wenn ihr es an meiner Stelle tun würdet, bin ich sicher, dass sie sich geehrt fühlen würden, euch direkt von ihren Entdeckungen zu berichten. Ich gehe zu ihnen. Ist gut. Ich gehe zu ihnen. Balabas hatte doch irgendwie im letzten Part gesagt, dass so akasische die ursprüngliche Form von allen waren, ne? Also angeblich gab es mal eine Zeit, wo irgendwie nur Akasische rumgelaufen sind, ne? Aber dann haben die irgendwie einen eigenen Willen bekommen und sind zum Menschen geworden. Er hatte der irgendwie so letztes Mal gesagt, ne? Haben die irgendwie was mit dieser alten Zivilisation oder so zu tun? Mich schon nämlich. Klingt sehr nach Kielbrück. Hoffentlich sind dort auch alle freundlich. Also ja, ich weiß nicht, was es damit auf sich hatte. Heute hat mich so ein bisschen interessiert. So, jetzt direkt die nächste Quest. Oh. Alles ist wieder wie vorher. Wie haben Sie das bloß geschafft? Wie schon? Was? Boah. Mit einer ganzen Menge harter Arbeit. Nimm das, du böser Dieb. Ja, was geht? Klar. Wie hast du mich genannt? Was verschafft mir die Ehre? Kleines Rotzgörchen, du. Ich wollte sehen, wie es euch ergangen ist, seit du hier alle wieder versöhnt hast.
seit wir alle wieder versöhnt haben. Uns geht's geradezu fantastisch. Konrad und Natalie gehen sich weiterhin nicht gegenseitig an die Gurgel und arbeiten zusammen. Unsere Speicher sind voll und die Banditen noch zu durcheinander, um uns wieder zu überfallen. Genau wie die liebe Lady Jane und Lord Underhill es wollten. Wir werden sowas von gleich vom Banditen angegriffen. Luba wird auch bald einer. Er soll der Lord von Dalimil werden, weil die Erwachsenen wegen ihm nicht mehr streiten. Der Dorfrat von Dalimil, mein Kind. Und die Wahl hat noch nicht stattgefunden. Aber wenn die Menschen hier mich wollen, mach ich's. Dann werde ich als allererstes eine Schule eröffnen, damit kleine Plagen wie ihr lernt, dass man Erwachsene nicht unterbricht. Wo wir von Plagen sprechen, uns droht eventuell eine recht besorgniserregende. Was ist denn los? Anscheinend hat Konrad und Natalies Beispiel, ihre Differenzen beizulegen und eine geeinte Front zu bilden, die Banditen ins Ich hab's gerade gesagt, vor einer Minute. Verfolgen die eine ganz ähnliche Strategie. Sie haben inzwischen eine Art Bund der Geächteten gegründet. Und mit jedem Tag werden sie mehr und mehr. Wir verjagen sie einfach wie letztes Mal, egal wie viele es sind. Ja, ich mag dieses Kind. Natürlich werden wir das. Wenn wir weiter zusammenhalten, kann uns keine Herausforderung der Welt unterkriegen. Aber je länger wir uns vor dieser drücken, umso schwieriger wird sie. Und irgendwann bleibt uns vielleicht nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen. Wir sollten diesen Versuch, sich zu organisieren, sofort im Keim ersticken. Indem wir die Banditen finden, die sich dem Bund noch nicht angeschlossen haben, und dafür sorgen, dass sie es nie tun. Vielleicht könnte ein gewisser Lord Underhill uns in dieser Sache noch einmal beistehen? Aber natürlich. Aber natürlich. Danke, Milord. Ich würde es irgendwie lustig finden, wenn Clive einfach irgendwann mal da stehen wäre, so, oh mein Gott, okay. Boah. So voll genervt. Ja, natürlich helfe ich gar. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Mann. Ein Bund der Geächteten. Oh mein Gott. Oh, direkt hier. Beine, Teppiche, ja. Oh. Oh ja, was geht? Noch in Dalimil, Victor. Boah, der hat sich voll schnell umgedreht. Er war gerade noch umgedreht und dann war er auf einmal zu uns gedreht. Jetzt bin ich zurück. Irgendwie ist mir Dalimil ans Herz gewachsen. Und es wäre wirklich schade, wenn all unsere Bemühungen, die Stadt zu retten, nun doch umsonst gewesen wären. Der gute Lubor weiß meine Gefühle auch sehr wohl für sich zu nutzen. Und so helfe ich ihm wieder einmal. Da bist du nicht der Einzige. Und was will er von dir? Ich soll euch mit den Banditen helfen. Und du weißt anscheinend, wo ich sie finde. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich wollte gleich zu Konrad, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Es gibt zu viele Lager in der Gegend, um alle auf einmal anzugreifen. Aber wir müssen jetzt handeln. Das ist da war der Zaun gerade so abgeschnitten. Sonst wird wir haben zu viele Lager. Mit jedem Tag nur stärker werden. Dann los. Welches Lager soll ich übernehmen? Alle. Ganz oben am Fluss, hinter den Dünen. Verstanden. Okay. Seid ihr auf dem Weg? Ja. Dann ist die nächste Quest. Mädchen, ich stehe nicht da, ich stehe hier. Ich weiß, du hast nur ein Auge, aber trotzdem, Mann. Bessere Qualität, ne? Du musst eine bessere Qualität hier vorzeigen, wenn du für mich arbeitest. Was ist das? Salamander. Sieht so komisch aus. Renn nicht immer vor mir, Torgal. Das muss das Banditenlager sein. Auf geht's, Torgal. Der hat Lock und Setzer getötet. Setzer? Warte mal, Lock und Setzer? Das sind zwei Charaktere von Final Fantasy 6.
Locke ist der Dieb oder Entschuldigung, Schatzjäger von Final Fantasy 6 und Setzer ist der Glücksspieler, dem das Luftschiff gehörte. Sehr geil. Coole Anspielung. Schön. Ich bin mir zu 100% sicher, ob eine Anspielung gerade. Locke und Setzer sind zwei Hauptcharaktere von Final Fantasy 6. Zwei spielbare Charaktere. Setzer kennt man ja auch von Kingdom Hearts 2. Das ist dieser Typ, der mit dem weißen Haaren, den Narben um den Gesicht. Den haben wir irgendwie so in Rockstars Story so ganz kurz gesehen. Er hat in diesem Turnier teilgenommen. Hey, Rucksack oder wie auch immer du heißt. Oh mein Gott, das sind Bienen. Bienen. Nette Anspielung, fand ich gut. Können sie ruhig ein bisschen mehr machen. Hey, das ist Cloud. Hey, die haben Cloud und Barrett erledigt. Okay. Dann zurück zu Victor. Sid, da bist du ja. Ein Glück. Die Banditen waren also kein Problem. Ja, warum musste ich das schon wieder machen? Deswegen bist du nicht hier, oder? Nein, es ist etwas passiert. Komm mit zurück nach Dalimil. Was ist denn? Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Angeblich ist Lubor ein Träger. Was? Okay. Einer unserer Trupps war wohl nicht sorgfältig genug. Beim Angriff auf die Lager ist ein Bandit entwischt. Auf der Flucht ist dieser dann nach Dalimil geraten. Die Kinder haben ihn entdeckt und er wollte sie schon niederstechen. Da hat Lubor ihn erledigt. Mit einem Magieblitz. Und zwar ohne Kristall. Das ist unmöglich. Okay. Er ist ein Träger und hat es all die Jahre verheimlicht. Und genau das glauben die Leute. Ich könnte es ihm nicht verübeln. Schließlich macht sich niemand freiwillig zum Sklaven. Aber für die Leute ist er jemand, der sein Leben lang gelogen hat. Jemand, der ihr Anführer sein wollte, obwohl er für sie nicht einmal ein Mensch ist. Ach. Was auch immer jetzt passiert, eins ist sicher. Lubor braucht jede Hilfe, die er... Das war voll dämlich dann, ne? Das stimmt. Was macht denn das für einen Unterschied? Weil ich meine, die Leute sind hier auch nicht so tolerant, ne? Gegenüber Trägern. Damit wäre die Katze aus dem Sack. Ich hatte mir angewöhnt, für solche Fälle einen Kristall in Griffnähe zu haben. Aber als es darauf ankam, habe ich vergessen, ihn in die Hand zu nehmen. Tja, es wäre ohnehin irgendwann rausgekommen. Tut uns leid, Lubor. Wir haben versucht wegzurennen. Aber er hat uns eingeholt. Es ist nicht eure Schuld. Endlich konnte ich auch mal den Helden spielen. Für mich zählt nur, dass euch nichts passiert ist. Dass er es noch wagt, mit normalen Menschen zu reden. Sicher nichts als Lügen. Genau wie er uns. Wow, also die... Wow, kann ich ihn hier abschlachten, bitte? Wie immer glauben die Leute, was sie glauben wollen. Wir müssen was tun. Und zwar schnell. Wir müssen die Leute überzeugen, dass sich nichts geändert hat. Ja, Vorurteilen anhängen. Und ihr wahrer Feind außerhalb der Stadt lauert, nicht darin. Du hast recht. Lass uns mit allen reden. Einverstanden. Oh, das ist wieder das Internet, ne? Einem Landsmann schenken sie vielleicht Gehör. Geh du zur Schenke. Konrad und Natalie dürfen nicht vergessen, was Lubor alles für uns getan hat. Sie wissen, dass Lubor und ich Freunde sind. Ich wäre wohl nicht der überzeugendste Gesprächspartner. Lord Underhill von Randelas Kaufmannszunft hingegen ist allgemein als unparteiischer Vermittler bekannt. Ich tue mein Bestes. Ich mach ja schon. Lubor, bleib hier bei den Kindern. Ich kann dir nichts versprechen, aber wir versuchen es. Mehr kann ich von euch auch nicht verlangen.
verteidigst du den Träger, Victor? Mein Gott, sind die Leute bescheuert, ey. Er hat sich doch die ganze Zeit ins Fäustchen gelacht. Dagegen sind wir Freunde, wir hassen ihn. Habt ihr einen Moment Zeit? Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Tue ich nicht. Mir ebenfalls, Lord Underhill, nicht wahr? Von der ja, ich bin das, genau. In der Tat, ich wollte über Lubor sprechen. Wegen der Gerüchte. Die sind leider wahr. Er ist ein Träger. Dorfrat wird er jedenfalls nicht. Wenn's nach mir geht zumindest. Und seine Schmiede? Ob Träger oder nicht, seine Arbeit wird überall hoch geschätzt. Damit hat er euch doch einen Dienst erwiesen. Ist das nicht ein Grund zur Nachsicht? Nachsicht? Er hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei hat er hinterrücks über uns gelacht. Es tut mir leid, Milord, aber er hat uns und euch belogen. Wir können ihm nicht trauen. Und was habt ihr vor? Wollt ihr ihn vertreiben? Die Schmiede schließen? Vielleicht. Das entscheiden die Leute von Dalimil. Und ihr dürft euch da gerne raushalten. Ja, ich sage, lass einfach abhauen mit der Schmiede und lass sie alle sterben. Die Leute so dämlich sind. Ich dann mal zugehört. Sie sind alle so stur. Mir auch nicht. Konrad und Natalia ist ihr verletzter Stolz wichtiger als alles andere. Warten wir ab. Vielleicht nehmen sie Vernunft an, wenn sie sich beruhigt haben. Fürs Erste sollten wir zurück zu Lubor. Mein Gott, macht nämlich gerade wütend hier. Den ganzen Nebencharakter. Ich weiß natürlich, worauf sie hinausläuft. Am Ende erkennen alle, nein, es hat sich nichts verändert. Und ja, er ist immer noch voll okay. Aber im Moment, boah. Ich schätze, ihr habt keine guten Nachrichten. Noch besteht Hoffnung, aber... Na gut, wie wird das hier alles zu Ende gehen? Tja, es ist wohl doch aussichtslos, wie ich erwartet habe. Du darfst nicht aufgeben, Lubor. Hab Geduld. Das wird wieder. Wir werden sie schon noch irgendwie überzeugen. Keine Sorge. Nein. Werdet ihr nicht. Ihr solltet eure Zeit hier nicht länger verschwenden. Aber Lubor... Rujana hat immer gesagt, dass Stahl niemals lügt. Dass jede Klinge das Wesen ihres Schmieds offenbart. Steh zu dir selbst. Das hat sie gemeint. Ironisch, wenn man bedenkt, dass ihr das Leben mit einem ihrer Schwerter genommen wurde. Aber ohne Zweifel ist sie sich selbst und ihren Überzeugungen immer treu geblieben. Bis zum Schluss. Und ich muss das auch sein. Ich muss tun, was mir richtig erscheint. Egal, was andere von mir denken. Und jetzt weiß ich auch, was das ist. Alle Leute abschlachten. Ich neuen Rolle aufgehen und die Menschen von Dalimil in ihrem Hass auf mich vereinen. Denn nur zusammen werden sie eine Chance gegen die wahre Bedrohung haben. Natürlich muss ich einen entsprechend dramatischen Abgang hinlegen. Geh nicht, Lubor. Du bist der Einzige hier, der immer nett zu uns ist. Sonst sind wir schon wieder allein. Glaubt mir, meine Lieben, es ist für alle das Beste. Nicht nur für die Stadt, sondern auch für euch. Aber du kannst sie doch nicht einfach zurücklassen. Die Kinder brauchen dich. Du musst den Menschen hier wenigstens etwas Zeit geben, ihre Meinung zu ändern. Das werden sie nicht, Victor. Nicht mehr. Ach, so ist das. Also wirst du jetzt die Stadt und die Kinder einfach ihrem Schicksal überlassen? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Aber mich hast du wohl auch getäuscht. Victor. Was soll's? Mach, was du willst. Ist das wirklich der richtige Weg, Lubor? Es ist jedenfalls der beste, der mir noch offen steht. Ach, und bevor ich's vergesse, hier, für deine Hilfe mit dem Banditenlager. Na gut, ich muss dann packen. Wenn ich irgendwas tun kann, egal was. Ich komm drauf zurück. Danke. Sieht so aus, als wären wir mit der Quest noch nicht zu Ende hier, ne? Ja, anscheinend nicht.
Okay. Na gut. Dann wird das beim nächsten Mal fortgesetzt, ne? Warum hat er uns nichts gesagt? Genau, steht ja wirklich alle jetzt hier. Da sind denn seine Gesellen. Wollte schon sagen. Warum stehen die alle in denen seine Schmiede? Und er hat dagegen zu halten, ne? So, das ist so ein Stein. Kann ich jetzt irgendwas damit mal machen? Ich glaube immer noch nicht, ne? Na, gucken wir mal. Lass mich das mal hier markieren. Gehe ich mal kurz dahin. Wasser und Wasser und Wasser, Wasser, Wasser und Wasser. Achso, ja, das ist da unten. Ja, da komme ich nicht hin, verdammt. Okay. Ich nehme mal irgendwann an, irgendwann sagt mir das Spiel so, hör mal, überall auf dieser Welt gibt es so Monolithen, ne? Die geben dir unermessliche Macht. Oder was weiß ich, ne? Und dann muss ich die alle aufsuchen und weiß nicht. Und die bringen mich zu, weiß nicht, optionalen Bossen oder was weiß ich. Geben mir ultimative Waffen, keine Ahnung. Irgendwann wird das schon sein, ne? So, jetzt aber erstmal hier. Muss ich euch erledigen? Muss ich euch erledigen? Ich nehme an, ja, ne? Na, welchen Angriff nehme ich denn? Ich nehme ja den hier. Diamantenstaub. Schaut euch mein Cape an. Verehrter Bomber. Hallöchen. Oh mein Gott, mach das weg, mach es weg. Mach das weg, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Ich nehme immer diese Barmut-Dinger ja um die Ohren werfe. Oh nein. Der explodiert, der explodiert. Ja, natürlich macht er bei den Gegnern keinen Schaden. Ja, goldenes. Muss ich überhaupt die erledigen? Ja, ne? Okay, die haben doch, die haben diese Pluszeichen über den Kopf. So, wieder so mal, okay. Die zweite. Eine noch. Ja, Clive. Du hast es erfasst. Jetzt muss ich hier wieder zur Schmiede. Sie sind Schmiededorf. No one gets it done like Schledern. Der Wurst steht also noch. Das ist schon mal gut. Wer Hämmer schwingt, der kann auch schwer. Hämmer ist die Mehrzahl von Hammer. Ey, yo. Clive, na endlich. Wo sind die Akasen? Habe ich noch ein paar Quests gekümmert, ne? Auch irgendwo im Norden. Aber Doris Leute erzählen die reinsten Schauergeschichten. Das sind wohl Unmengen. Ich habe Schnoddy zum Nordtor hochgeschickt. Auf dein Wort macht er da alles dicht. Das sollte den Leuten genug Zeit geben, sich in ihren Häusern zu verschanzen. Gut gemacht. Willkommen zurück, Sid. Hey, du. So sieht man sich wieder. August ist es vorhin herausgerutscht. Wer hätte gedacht, dass unser Dravost vom meist geächteten Mann Valisteas gerettet wurde? Können wir wieder auf dich zählen? Natürlich. Ihr habt wohl gedacht, ihr könntet euch davonschleichen. Schön, ist er auch dabei. Schledorn. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Die Späher haben mir gesagt, was los ist. Anders als mein bester Freund, der Geheimniskrämer. Sultan, lang nicht gesehen. Witzig, was für alte Säcke aus uns geworden sind, was? Soll das ein Witz sein? Wie wäre stattdessen mit einer Entschuldigung? Hör nicht auf ihn. Du hast getan, was du tun musstest. Für das Dorf. Das habe ich, ja. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Vulkan, unser Meister, wollte nur einem von uns das Dorf überlassen. Und zwar mir, dem besten Schmied in Dravost. Neben ihm selbst natürlich. Eine saudumme Tradition, wenn du mich fragst. Begabte Schmiede sollten ihr Handwerk praktizieren und nicht den Deppen für alles in irgendeinem Kaff spielen.
Vulkan hat sein Leben so verschwendet. Aber darauf hatte ich keine Lust. Und du meinst, ich hatte da Lust drauf? Dravost brauchte jemanden wie dich. Mit mir und meinem blöden Idealismus wäre das Dorf doch eingegangen. Also bin ich weg und habe mich meinem Handwerk gewidmet, um euch die Konsequenzen zu ersparen. Nenn's ruhig Eigennutz, aber ich wollte wirklich nur das Beste für das Dorf. Du hast dich vor deiner Pflicht gedrückt. Weil hier sonst alle verhungert wären. Genug. Wir haben keine Zeit dafür. Schlagt euch die Köpfe ein, wenn Dravost gerettet ist. Von mir aus. Mehr habe ich sowieso nicht zu sagen. Ja, ich auch nicht. Tut mir leid. Ich hätte mich nicht einmischen sollen. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist. Aber... Ja, der war toll, wie irgendwie... Irgendwo, wenn wir irgendwie mal hinkommen, ne? Und das heißt irgendwie, oh, wir werden gerade angegriffen, ne? Aber es bleibt trotzdem immer noch so 5 Minuten, wie wir alle so gechillt hier stehen bleiben und mit den Leuten reden, ne? Ja, ich bin bereit. Also dann, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ich bin bereit, ich bin bereit. Trotzdem zum Abschlachten. Mit den Sternen reden. Böse Überraschungen können wir jetzt nicht gebrauchen. Oh, und Schledon, du und Soltan, ihr bleibt vielleicht besser im Dorf. Die Akasischen rücken an. Wie nah sind sie? Schon fast an den Mauern. Und aus den Minen kommen immer mehr. So viel zu bösen Überraschungen. Da draußen werden unsere Männer heillos überrannt. Wir ziehen uns hinter die Tore zurück. Gute Idee. Kommt rein, aber haltet eure Waffen bereit. Alles klar. Wenn's hart auf hart kommt, kämpfe ich mit. Du hältst dich raus. Wir machen das. Sobald die Späher drin sind, verbarrikadieren wir die Tore. Ihr Schmiede bleibt in euren Häusern. Wenn ihr sterbt, ist keinem geholfen. August hat recht. Ich habe gesehen, was Akasische mit Rüstungen machen. Kräftige Schmiedearme reichen hier nicht. Für diesen Kampf seid ihr nicht gerüstet. Ich gehe zu den Minen. Schließ die Tore, sobald ich draußen bin. Ich halte sie auf, solange ich kann. Und wenn du es nicht schaffst? Dann evakuiert ihr das Dorf. Aber das wird nicht passieren. Versprochen. Ich bin Mythos. Gegen mich hat keiner Chance. Sorg dafür, dass das Dorf noch steht, wenn ich zurück bin. Wir geben alles. Dafür. Glaub, irgendwie werde ich echt nicht respektiert von irgendjemand. Ich war schon im All, Leute. Oder am Grund des Meeres. Und in einen Berg. Gott, so ein Viech. Schön. Wer von euch will zuerst? Schnee und Eis. Okay, ganz ruhig. Sieht so komisch aus. Au, au. Die Sidesteps von ihm gesehen. Warte, Feuer unter mir dann. Also ein bisschen ohne Konter ist natürlich nicht so gut, ne? Aber was soll man machen, ne? So war ein bisschen Abwechslung hier rein, ne? Komm mal her, du Stück. Oh, der ist sowas von tot. Brauche ich doch nicht meine Mega-Flair für. Natürlich kommen jetzt noch neue Gegner. Ich glaube, ich brauche doch meinen Mega-Flair. Ups. Ich dachte, ich wäre auf Barmut. Komm mal her. Duff.
Alter. Wo ist er? Warum ist denn der so weiter oben? Was ist das denn? Ein Greif? Was ist echt ein Greif? Ja, was ist das? Der mich nicht getroffen hat. Wow. Der ist schon fast tot. Was ist das? Und jetzt Diamantenstaub. Sturm, Staub, ja, wollte schon sagen. Dich. Der Diamantensturm ist von Redamon, ne? Aus Digimon. Was ist das? Anscheinend nicht. Was bist du denn? Chimera? So einen haben wir schon gekämpft, ne? Ich könnte schon ja, ne? Du kommst hier nicht vorbei. Hä? Ist da noch so ein Eisding? Ist da von dem? Kann ich halt absorbieren. Aber ja, das Stück. Irgendwie so letzte Bossgegner, irgendwie da so. Bei der letzten Quest hatten wir auch so einen Boss. Oh, gib mir das. Nein. Und Firefly. Dusch. Ah. Okay, der hat ein bisschen mehr aus. Wie sieht es mit den Diamantenstaub aus? Okay. Ah. Ah. Sieht auch echt, so sieht auch jede Chimäre irgendwie ein Final Fantasy aus, ne? So Schlangen, so ein Schwanz, der eine Schlange ist, Kopf von einem Löwen, dann meistens ein Vogelkopf und ein Drachenkopf, glaube ich, ne? Oder ein Reptilienkopf. Oh, jetzt sieht man irgendwie gar nicht, ich sehe halt gar nicht so. Nein, dafür schießt irgendwann auf mich. Nein, oder auch. Fürs Idea. Ah. Ah, hab ich meinen Angriff abgeworfen, egal. Setz ich eben den hier ein. Final Flash. Na, den krieg ich jetzt. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Zack. Zack. Und jetzt mal hat er abgezogen. Ah, ich dachte, ich hätte absorbiert gerade. Mach mich ja noch fertig, wenn es so weitergeht. Ah. Ah.
Können eigentlich eine ganze Combo eindrücken, aber ein Schlag hat gereicht noch so. Kurz bevor der mir Schaden macht.